Hello my beautiful friends and welcome back to my channel. My name is Tanya Levy and I'm a voice teacher from Germany. Now with my studio, Stage Art Studio here in Singapore. I teach every day all around the world via Skype, also in person. So if you wanna get strong with your voice, learn how to kick ass and use those stage crafts into your daily life, then this is the best chance to contact me via my homepage, Tanya Levy Vocal Studios. To give you educational, helpful tips that you can use to improve your voice. Thank you so much for tuning in and I see you in my next video. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eine neue Woche ist jetzt am Start und das bedeutet auch neues deutsches Video. Wie ihr wisst, machen wir ja sehr viel englisches Content hier, aber auch 2 bis 3 Mal die Woche nun auch deutsche Videos. Nach dem letzten Video von dem Matthias Nebel, was so gut angekommen ist bei euch, geht die Reihe nach wie vor weiter. Und heute gucken wir uns mal Dagi B an. Die hat nämlich vor 3 Monaten ein Diss-Track rausgebracht mit Julian Bam. Ja, wie ihr wisst, lebe ich ja in Singapur, dadurch gehen einige aktuelle Sachen schon an mir vorbei. Ich bin ein bisschen eingeschlafen, deswegen sendet mir doch gerne eure Vorschläge und Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet, was ich gerne analysieren soll, wo ich einen Breakdown machen soll, was ihr gerne wissen möchtet. So, und wie bei diesem Video geht es auch ganz genau nur darum zu gucken, wie singt Dagi, was für stilistische Mittel benutzt sie. Wir machen halt einen Total Breakdown of her voice. Ganz kurz einen kleinen Stopp machen. Also ja, bis hierhin. Erstmal muss ich wirklich Dagi loben und auch alle, die im Grunde genommen eigentlich nicht Sänger sind und eigentlich auch nicht aus diesem Performance-Bereich kommen. Ich finde das immer lobenswert, wenn Leute sich trotzdem versuchen und auch auf eine kreative Art und Weise. So. Es gibt schon einen Unterschied, wenn ein YouTuber das tatsächlich nur für Klicks macht und auch gar nicht richtig viel Seele reinbringt, als wenn ein YouTuber es wirklich echt kreativ macht. Weil ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie einen professionellen Unterschied, aber dem Ganzen auch ja, einfach viel mehr Mühe für die Subscribers. Und das hat sie hier gemacht. Also die haben schon, das ist schon fein produziert, auch vom Sound Engineering, auch von dem Musikvideo, was ich jetzt so sehe. Das hat schon, das hebt sich schon ein bisschen ab. Also sie hat da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt. So, jetzt lass uns doch mal gleich ein bisschen zum Stimmlichen gehen. Also man kann ganz klar sehen, was da gemacht ist, dass sie halt Sprechgesang benutzt. Es ist natürlich halt auch nicht richtig gerappt und es ist auch nicht richtig gesungen, ne? Es ist halt praktisch so ein bisschen wie angeschlagene Noten. Ja, wir da, da, da und wir machen es ihnen leicht. Ja, es ist halt nicht wirklich ausgesungen. Da sind keine lang gehaltenen Noten. Ich habe jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt, dass das eine richtig gute Möglichkeit ist für Nichtsänger. Also wenn jetzt jemand sagt, also ich würde schon ganz gerne irgendwie mich gesanglich ausprobieren, aber nicht nur so Tipps und Tricks und nicht langfristig arbeiten, dann ist das eine Möglichkeit. Das bedeutet also, du singst die Noten nicht aus und läufst auch keine Gefahr, schief und krumm zu singen und auch total off-pitch, sondern du kannst in kurzer Zeit mit dieser Art von Sprechgesang doch ein paar Punkte sammeln. Jetzt ist ein bisschen Reverb benutzt worden im Chorus, ist auch ein gängiges Mittel heutzutage, gerade bei Leuten, die eigentlich auch nicht so singen können. Da gibt es ein bisschen Pitch Correction und Reverb. Das Ganze wirkt natürlich ein bisschen anders. Lass uns doch mal ein bisschen weitergehen jetzt.
Also ich finde es gut, ich finde es klasse, dass sie das macht, dass sie auch sich selber so auf die Schippe nimmt. Das zeugt von Humor und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage. Gerade heutzutage muss man ein bisschen mehr Humor haben. Von dicke Willen, unser Leben ist wie ein Film. Den Boden unter den Füßen sehe ich schon lange nicht mehr. Von der Realität bin ich so weit entfernt. So abgehoben, schlecht erzogen und sie fragen, warum wird diese Pole nicht abgeschoben? Für YouTube Deutschland bin ich eine Blamage. Doch oben in den Trends mit meiner Visage. Make-up, Bilder, Filter, like mich, chill mal. Die Leute haten gern und wir machen es ihnen leicht. Ja, sie hassen uns wegen Likes, doch auch das vergeht mit der Zeit. Ja, sie haten gern, aber jeder will mit uns chillen. Teure Autos und dicke Villen, unser Leben ist wie ein Film. Wen soll ich roasten? Dagi, Bibi, ist das nicht dieselbe? Strophe 3 hast du nicht geschafft und nun muss ich dir helfen? Okay. Und dann mach ich Mitternacht mein Twitter auf und sehe Dagi B's wieder richtig triggert drauf. Damals hast du Klicks gesammelt unter deinen Videos. Heute frisst du nur Burger und sammelst halt die Kilos. Ich weiß doch, damals hast du YouTube zersprengt bekommen. Dies geht's Videos, du warst Teil dieser Gang. Heute okay, hast du nur Eugen. Also ich will auch noch was dazu sagen. Also Sprechgesang, auch hier, man sagt ja im Deutschen zu rappen auch Sprechgesang. Da muss man echt differenzieren, es ist nicht dasselbe, ja. Also rappen mit verschiedenen Rhythmen und mit den verschiedenen Flexibilitäten, die in diesen Rhythmen und in den Strophen drin sind, hat das gar nichts zu tun mit so Sprechgesang, auch wenn das so genannt wird. Auch im Rap-Bereich gibt es auch wieder ganz andere verschiedene Möglichkeiten von Rap. Also es ist nicht alles gleich Rap, ja? Genauso wie es nicht alles gleich Musical Theater ist oder Popgesang oder so. Naja, auf jeden Fall, was ich hier jetzt sagen wollte, ist, dass sie ganz klare, auch saubere, eine saubere Aussprache hat. Weil da sieht man, dass sie sich tatsächlich sehr viel Mühe gegeben hat. Sie ist sehr klar auf den Silben, sie ist sehr klar auf den Vokalen, das ist eine ganz saubere Aussprache. Es ist wirklich sehr klar und verständlich. Der Chorus ist eingängig, ja. Ja, wir haten gern und wir machen es ihnen leicht, ja. Auch da ist es nicht richtig ausgesungen. Es ist wirklich nur Sprachlevel ein bisschen höher gebracht, siehst du? Noch ein bisschen und wir haten und wir machen es ihnen leicht. Da habe ich noch gar nicht richtig, wenn ich es aussingen würde, wäre es und wir haten dir und wir machen es ihnen leicht. Ja, das ist ein bisschen mehr ausgesungen. Okay, jetzt kommt der Julian Bam Teil und Julian Bam habe ich schon einige Sachen auch gesehen selber, die ich gar nicht schlecht fand. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass der so schnell rappt, dass ich tatsächlich nicht alles verstehe. Also als gebürtige Hamburgerin, als gebürtige Deutsche, die hier in Asien lebt, muss ich selber sagen, also ich verstehe nicht alles, was er sagt. Er ist echt schnell. Speedest du was Teil dieser Gang? Heute hast du nur Eugen und dein Pomeranian. Du zahlst einen Hund für ein Feature mit Julian Bam. Yeah. Den brauch ich, um meine Miete zu zahlen. Für die Steuern, Abgaben von den Riesenanlagen. Jetzt noch miese Anklagen, fiese Ansagen. Give a fuck, du bist du Dagi B und ich Dagi Bedank. Änders Haarfarben, doch bleibst einer vielen Blondinen. Keiner mag dich wie im Brot diese Rosinen. Und wenn ich dich draußen sehe, schließe ich die Gardinen. Dir geht es nicht um Liebe, sondern schminke gratis zu kriegen. Die Leute hängen. Unter anderem mal auch Bibis Single angeguckt, die so viele Dislikes bekommen hat. Ich kann mich jetzt an den Namen leider nicht erinnern. Und da muss man also ganz klar einen Unterschied feststellen in der Arbeit vom Song, also in der Arbeit vom Song, vom Producing und ich finde aber auch in den Lyrics. Ne? Und weißt du, wenn man so eine hohe YouTube-Anzahl hat und dann doch Musikvideos produziert, da wäre es eigentlich gar nicht schlecht, mal so ein Vocal Coaching zu nehmen, weil die leben ja eigentlich im Grunde genommen in Großstädten, wo es ganz, ganz tolle Vocal Coaches gibt, die man dann für 2-3 Mal buchen kann, die dann mit dir im Studio arbeiten und die auch wirklich dafür Sorge leisten, dass das gerade jetzt richtig sauber und gut aufgenommen wird. Ne? Und es gibt auch welche, die total spezialisiert sind, ob es jetzt Rap ist oder ob es jetzt irgendwie Metal ist oder ob es jetzt irgendwie Pop ist. Ne? Also hier ist es so, wie gesagt, bei dem Sprechgesang, was sie macht, du musst schon so ein bisschen Energie mit reinbringen, also wenn du es ganz schlaff machst, kommt es auch ganz schlaff daher. Das war natürlich ganz smart, weil du wirst natürlich auch keine Gefahr laufen, dass du irgendwie flat klingst, selbst beim Sprechgesang, dass du halt nur nicht irgendwie, weißt du, also
Zungenarbeit ist ja auch wichtig, das ist Zungengymnastik, weil du musst ja unglaublich viele Wörter aussprechen in sehr kurzer Zeit. Es muss ja auch präzise sein. Die Zunge ist ein sehr großer Muskel, der im Vergleich zum Gehirn wirklich richtig groß wirkt hier. Und sehr faul, die Zunge legt sich meistens immer nach hinten und klingen viele Leute super flat, weil die Zunge nach hinten fällt. Also das zum Beispiel, wichtig ist auch irgendwie, ich sag immer, wichtig, gerade beim Rap, ist ja die richtige, vernünftige Atmung und Diaphragmatic Support, das heißt, dass das Zwerchfell dich beim Singen unterstützt. Also eine gewisse Körperarbeit und Körperspannung gehört zum Singen dazu. 90% ist eigentlich Körperarbeit. Es gibt bestimmte Techniken wie Alexander Technik, die sind nur dafür, also die drehen sich nur um Körper und Stimme. Die sind wirklich einfach total dedicated dafür. Super viele Anglizismen, klasse. Wir lieben gute Anglizismen in Deutschland, ne? Liebe Dagi, ruf mich doch mal gerne an, wenn du Lust hast auf ein Vocal Coaching. Ich bin auch übrigens jetzt in Deutschland über Weihnachten. Also wenn du da Lust hast auf ein Vocal Coaching, dann bitte melde dich bei mir. Ich freue mich drauf. Lasst mir doch immer eure Meinung da. Wie fandet ihr das Video von Dagi B? Und ja, Daumen hoch und subscribe to that channel. Ich würde mich super mega freuen. Wir sind 130.000 Subscriber jetzt. Mann, wie cool ist das bitte? Wow. Okay, meine Lieben, ich grüße euch aus Singapur und habt einen schönen Tag.